So, willkommen zurück bei Let's Play Mario Hacks. Heute gibt's Super Mario's Legend Quest. Und irgendwie ist mein Mario hier unsichtbar. Mario 56. Mhm. Ich hoffe einfach, dass Mario Co-op Game? Wow. Da hat sich einer Mühe gemacht. Okay. Ich muss wahrscheinlich irgendwo bestimmt hinlaufen. Ah, oh nein, Princess Peach hat... natürlich. Wurde wieder gekidnappt in der Zeit vor Marios Geburtstag. Ja. Beziehungsweise Mario muss sie in der Zeit vor ihrem Geburtstag retten. Home. Da-da-da-da-da. Mario, need to save the princess before her birthday. Ja, wie gesagt, genau selber aus dem Titelscreen, habe ich da ja schon so halbwegs rauslesen können. A journey starts. Mario, start. Da, 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 da. Was haben wir da? Information, this land is not normal, it's fully of new challenges and secrets. Und ich finde die Blöcke ja sowas von cool. Und der Pilz sieht ja aus wie so ein richtiger Fliegenpilz aus dem Wald. Boing. Da, 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 da. Beep, da, 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 da. Ding. Oh je. Die! Ja, geiler Scheiß. Haha. Oh, wie schon echt Spaß an dem Hack habe. Geil. So. Liegt zwischen den Blumen. Oh, oh. Die, Mario! So gut, die Bullet Bills. Banzai Bills, sorry. Banzai Bills. Die Musik kenne ich auch. Ja, die Standardmusik von... Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist Super Mario Bros. 3 und hier auf der Röhre ist Gras. Finde ich auch ziemlich cool. Habe ich zwar noch nie gesehen. Sieht gar nicht schlecht aus. Da ist auch Gras. Oh mein Gott, diese scheiß Banzai-Bills immer. Und eine 27 Punkte für mich. Sehr schön. Gut. New Field Pass. Ein rotes Level mit einem Secret Exit. Schauen wir mal, ob wir es finden. Oh, this level has a Secret Exit. Ich brauche Skills, es zu finden. Yoshi's Island Musik. Oh. Okay. Da seht ihr, wie skilly ich bin. Ah, cool. Oh, mir gefällt der Hack so gut. Hammer. Ah, was haben wir da? Ein Leben, ein Leben. Hier ist eine Türe. Keine Ahnung, was das soll. Moment mal. Moment mal. Ich stehe jetzt kaputt. Ich kann echt nicht mehr rein, dann will ich was probieren. Nein, ich komme nicht weit zurück. Fuck. Na egal. So, da ich ja meine heftigen Skills schon gezeigt habe, yo. Yo, brauche ich den nimmer. So. Plop. Und, oh, hier. Das finde ich Hammer. Der Switch hilft wirklich, hier über die Lücken zum Beispiel zu kommen. Das ist für mich so eine, ja, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber, oh mein Gott, war das knapp. Das hilft einfach. Da unten geht's runter. Ich vertraue da. Okay. Vertrauen wir doch mal. Thank you.
Danke. Oh je, muss ich ja noch ein bisschen warten. So. Natürlich alle Münzen mitnehmen. Und schwierige Stellen gibt's auch. Okay, sogar sehr schwierige Stellen. Das ist im zweiten Level. Weil so Mancha-Sprünge sind gar nicht ohne. Bin mal gespannt, wie der Hack sich noch ausweiten wird. Okay. Level 3. Old Forest Bog. Ah, die Musik ist auch cool. Und wie der da halt rausguckt. Auch cool. Okay, das ist Wasser. Aber nicht, dass da einer dann rauskommt, wie in Banjo-Kazooie. Diese, ihr wisst schon, in Lurkers... Ne, in Klonkers Kaverne. Ja, Klonkers Kaverne. Da geht's hoch. Ne, okay. Das ist nämlich ziemlich fies. Boing. Boing. Nein! So war das ja eigentlich nicht gedacht. Das ist halt manchmal der Nachteil einer Blume. Obwohl das Vorteile hat, hat es auch Nachteile bei sowas. Okay. Und das war's schon. Schönes kurzes Level. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Exits der hat. Ich glaube aber 10 oder 11 müsste der haben. Oder 14? Oder 8? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schon 1, 2, 3 und 4 Exits gefunden. Ja. Calamity Cave. Ah, Outer Scroll. Und Bullet Bills. Kommen die alle nur da oben? Nee. Ein Blümli. Oh Gott, Hannah. Oh mein Gott. Oh, wie fies. Oh, die Kleinigkeiten hier, diese. Weiß nicht, was das sind, so genau so. Oh mein Gott. What the fuck? Ernsthaft? Ich muss auf den Steinen. Obwohl diese Ausbuchtungen, sagen wir so dazu. Die sind richtig cool. Und der Heck ist ja richtig schwer, ey. Okay. Und ich finde auch, die Stacheln sehen so richtig... Ja, so richtig... Sehen so richtig aus wie so... Oh mein Gott. Ich nehme mich doch gerne mit. Moment mal. Moment. Nichts, okay, das ist nur so ein... Eine Verarsche. Ach, fuck you, echt. Okay, perfekt. Wunderbar. 73, denn ich würde gerne das Bonusspiel, würde ich auch gerne sehen. Es gibt ja viele Hacks, da wird das Bonusspiel ein bisschen geändert. VIP zum Beispiel, House of Haunts. Okay. Ghost House. Die Mucke, ja, lecker mir her. Ja, die Zähne, wie böse der ist. So, das war klar. Ah, oh, die Musik pfeift in meinem Ohr. Geht's wirklich da rein? Ja. Eine Geisterblumi.
da muss ich runter. Au, au, das ist ein Rätsel. Da geht's nicht lang. Wahrscheinlich brauche ich einen P-Switch, dass ich dann da durch kann. Aha, erwischt. Okay, mit dem in die Röhre und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. So. Wieder da. Hopp. Ich bin der Schnellste. Boing. Weiß nicht, welcher soll ich vertrauen? Okay, alles gut. Reicht nicht ganz wegen einem Punkt. Verdammt nochmal. Naja, was soll's. Dann kriege ich beim nächsten auf jeden Fall einen Punkt. Also da brauche ich mir wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. Und was haben wir da? Ein Schloss? Oder? Fort of the Hill. Oh, da gibt's glaube ich kein Secret Exit. Kein normales Exit, oder? Okay. Oh, die Custom-Stacheln sehen so gut aus. Was mache ich für eine Scheiße? So. Oh Gott. Ich will das behalten. Vielen Dank. Boing. Plop. Und was ich mir überlegt habe, mein nächstes Projekt vielleicht. Ich weiß nicht, Bait & Kaitos ist so ein ewiges Projekt. Ich glaube, da kommen bestimmt 200 Parts raus. Entweder das, aber das kann ich so ab und zu ein bisschen machen. Und dann mache ich als Hauptprojekt oder als Nebenprojekt Mario Hack, so wie jetzt eigentlich. Naja, eigentlich ist es ja Hauptprojekt, weil ich richtig viele bringe, aber es macht einfach so verdammt viel Spaß, Mario. Es ist so ein richtig cooles Game. Ist hier was? Okay. Oh Gott. Alter, wie haben die Pflanze gescriptet? Oh Gott. Alter, das ist ja mal... Alter, what the fuck? Ach, das... So, nochmal von vorne. Eins. Alter, tipp. Eins. Ihr scheiß Ficker. Oh Gott, ich muss echt doch nicht überall... Also bin ich jetzt eigentlich total bescheuert. So, safe. So, und dann lade ich da. Alter, fick dich! Boing, es klappt nicht. Zwei. Safe, gut. Wie dumm ich bin. Drei. Oh, jetzt ist die scheiß Pflanze auch weg. Nöp. Nöp. So, vier. Alle tot. Diese Säcke. Aber der Hack lässt sich richtig schön flüssig in einem Stück spielen. Richtig schön. Muss ich sagen. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Bowser Tower. Okay, Bowser Tower mache ich noch und dann, sagt die Zeit. So, eine Türe. Keine Ahnung wofür. Ein Grinder. Alter, ich hab den eigen... Alter! Oh Gott, da! Boing, da will ich auch nicht rein. Auch nicht. Was zum Teufel? So. Hilf. Danke. Da möchte ich rein. Ich hoffe mal einfach, dass ich mir da irgendwas spare. Oh Gott. Ah, oh, wie heißen die? Little Sparky müssen die, glaube ich, heißen. Und das sind Hot Heat? Hot Heat. Jo. Heiße Hitze. So, banal übersetzt, glaube ich mal. Jawohl. Dann hier rein, einmal, danke.
Ein Pilz! Und eine ganz große Tür. Oh, sowas ist cool. Wo war der Stachel? Wo war der Stachel? So. Miau, miau. Miau. Da muss ich wieder warten, das nervt. So, da ist die Tür. Perfekt. Oh, die ist ja schön, die Musik. Cool, Mann, die Musik habe ich noch nie gehört, glaub. Alter, so was Cooles. Oh, der Heck ist so schön. Hä? Ich hab doch dann nicht den ganzen Heck durchgezockt. Oder? Hallo, Bowser. Muss ich wirklich den Bowser-Kampf machen? Oh, ah. Boing, boing. Und nicht mal getroffen, meine Fresse. Das lasse ich nicht gelten. So, jetzt. Eins. Nein. Bin ich zu dumm für den Kampf gerade. Jetzt aber zwei. Okay. Jetzt kommt die normale Musik. Die Standardmusik. Jetzt kommt Peach. Hilf mir! Oh, Bowser, du kannst mir doch eh nichts. Komm, werf doch deine dicken Eier auf mich. Oh, was ich eh noch ansprechen wollte. Hallo. Schaut mal raus. Was soll das scheiß Wetter? Ich lass meine Eier, glaub... Nein, ich lass meine Eier weiß, ohne Scheiß und versteck sie dann. Schnee und... Ostern. Alter, was zum Teufel? Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Bestimmt, 100 Pro, aber seit Oktober schneit's und wir haben März. Ende März, bald April. Das heißt für mich über ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr lang Schnee. Also langsam reicht's. Ich weiß noch, letztes Jahr im März war's, ja, da war ich baden. Ernsthaft. Da war ich wirklich schon baden. Was ist mit diesem Bowser-Kampf los? Okay, passt. Und keine Ahnung, aber das geht doch nicht. Ein halbes Jahr, da müssten wir ja den brutalsten Sommer kriegen, überhaupt 50 Grad. Dann würde ich sagen, okay, Winter, das hat sich vielleicht gelohnt, aber kann ja echt nicht sein, hey. Mario! So, jetzt kommt noch das Gedonnere auf dem Boden. Go, Bowser, wirf deine Koopas raus. Deine Mecha-Koopas. Boing, bitte töte ihn nicht, bitte töte ihn nicht. Jawohl. Das war's mit dem dummen Sack. Vielen Dank. Da gibt's ein Küssle. Mario, thank you. Now we can get home in time for my birthday and I have a lovely time and cake. Ach, and have a lovely time. Aha, ich weiß was war. Was ist jetzt? Ich spule mal vor. Nein, geht's da weiter? Mushroom Kingdom? Peach's Castle? Hä? Peach, thank you for coming to my birthday press up. Mario, you're beautiful.
T-End. Mario Level 1, Level, Nintendo. Ziel, und die kriegen Bonus-Game, juhu! Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit noch. Cool, möchte ich mal gucken. Dann gucken wir mal mein Bonus-Game an. Das ist das Geburtstagsgeschenk für Peach dann. Hier. Nein, das war ein bisschen zu früh. Scheiß drauf. So, was gibt's für Peach? Ein Leben, das reicht. Dann kann sie sterben irgendwo, wenn Bowser sie entführt, dann spawnt sie wieder am Anfang, also dann ist sie wieder bei mir daheim. So, wie es eigentlich sein muss. Und das war's schon, kann ich jetzt nicht noch irgendwo da unten klicken vielleicht? Da kann ich noch rein. Da geht's nicht rein. Das sind halt einfach Häuser und... Da kann man hoch. Ich habe aber keine Feder. Gib mir Feder! Na, du bist doch echt. Aha! Aha, da habe ich ein Cape. Juhu! Ab nach oben. Yeah! Ich verstehe, das Level ist für eine Feder da. Oder? Jawohl. Da passiert dann aber nichts, dann komme ich einfach zu Peach's Ding. Und dann würde ich sagen, Happy Birthday Peach und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!